Emotionale Gewalt ist weit verbreitet und ich möchte dir heute ein paar Beispiele zeigen, was emotionale Gewalt ist. Manche Menschen, Frauen, Männer, Kinder leben ja in einem Familiensystem oder in einem Beziehungssystem, wo emotionale Gewalt stattfindet und wissen es gar nicht. Bei emotionaler Gewalt geht es darum, dass dein Selbstwert angegriffen wird, dass du in deiner Persönlichkeit fertig gemacht wirst, in deinem psychischen Wohlbefinden. Und der erste Punkt ist Demütigung und Beleidigung. Sowas wie abfällige Bemerkungen, Beschimpfungen, Verleumdungen, die Betroffene herabwürdigend oder verletzend fertig gemacht werden. Du bist zu nichts imstande. Vor deiner Geburt war mein Leben besser. Oder schau dich schon mal im Spiegel an, wie du aussiehst. Solche Dinge zum Beispiel. Zweiter Punkt ist Manipulation. Also manipulative Taktiken wie Schuldzuweisung, Gaslighting. Gaslighting ist, dir Sachen in die Schuhe zu schieben, die du gar nicht gemacht hast. Und irgendwann glaubst du, dass du es gemacht hast. Jedes Mal vergisst du, den Herd auszuschalten. Dabei hast du ihn noch nie angelassen. Aber wenn man dir das jeden Tag sagt, wirst du es irgendwann glauben. Drohungen, Einschüchterungen, Erpressungen. Und ihr glaubt nicht, wie viel das tagtäglich in Haushalten passiert zwischen Mann und Frau. Finanziell, körperlich, aber auch Kindern gegenüber. Und das sind Kleinigkeiten, die wir als Eltern vielleicht übersehen, aber wenn wir unsere Kinder erpressen, wenn du nicht deine Hausaufgaben machst, dann gibt es heute keinen Nachtisch. Das ist eine Erpressung. Und Kinder gewöhnen sich daran. Bei der Manipulation geht es darum, die Betroffenen einzuschüchtern, sie klein zu halten. Egal, ob es dein Kind ist, ob es deine Partnerin ist oder ob es dein Partner ist. Mit anderen Worten, wenn du nicht funktionierst, wie ich es möchte, dann gibt es Konsequenzen. Punkt Nummer drei ist Isolation aus sozialen Bindungssystemen. Das heißt, man versucht, den Betroffenen von seinen Freunden wegzunehmen, von seiner Familie und versucht, ihn zu isolieren. So hat man ihn besser im Griff, weil andere könnten ja Einfluss haben auf die Person und dann verliert man seine Macht. Und dann können so Sätze fallen wie: Und das sagst du niemandem, ansonsten wird was Schlimmes passieren. Punkt Nummer vier ist übermäßiges Kontrollieren. Zum Beispiel das Tagebuch lesen, das Handy orten, das Handy abhören. Ihr könnt es euch ausmalen, da gibt es noch viel, viel mehr Dinge, die man tun kann, um seinen Partner zu kontrollieren. Punkt Nummer fünf ist das Einschüchtern und Drohen. Das heißt laut schreien, aggressive Gesten, die terrorisieren, laut Türen zuschlagen oder im Beisein des anderen was zerstören. Und hier geht es nicht darum, dass nur Männer das Frauen antun. Es gibt auch genug Frauen, die das den Männern antun und dass Männer dann eingeschüchtert werden. Ja, je nachdem, wie auch da die Vergangenheit dieses Menschen war. Ne? Wenn ein Junge oder ein Mann immer terrorisiert worden ist von seiner Mutter, kann das passieren, dass man dann mit einer Frau zusammen ist, die auch einen terrorisiert. Und das ist emotionale Gewalt. Wichtig ist, das zu erkennen und das nicht als gegeben und normal hinzunehmen. Punkt Nummer 6 ist das Vernachlässigen. Und das passiert leider ganz vielen Kindern, dass man Babys schreien lässt, weil man denkt, das Kind braucht das. Kein Kind braucht das Schreien. Bitte informiert euch, alle Eltern, die das Kind schreien lassen. Das ist kein Vorwurf, aber informiert euch und liest darüber, wie schädlich das fürs Nervensystem des Kindes ist, wenn man es einfach schreien lässt. Das macht ganz viel mit einem Kind. Und das ist eine Form von Vernachlässigung. Ist in unserer Gesellschaft noch nicht zu 100% angekommen, aber schon bei sehr vielen Menschen. Vernachlässigung ist auch das Ignorieren der Bedürfnisse und Gefühle des Betroffenen. Das heißt zum Beispiel, da ist jemand mit sehr schweren Gefühlen, ob es jetzt dein Kind ist oder ob es dein Partner ist, und interessiert einen nicht. Und man geht einfach darüber hinweg. Auch das ist emotionale Gewalt. Wenn es dir gerade sehr schlecht geht und die Person dir gegenüber es überhaupt nicht wahrnimmt. Es gibt leider genug Menschen, die nur sich selbst wahrnehmen können, nur ihren Schmerz und das Schmerz des anderen gar nicht, ne? Weil die denken, da ist doch alles gut. Aber wenn du schwere Gefühle hast und es dir wirklich nicht gut geht oder es deinem Kind nicht gut geht und das ignoriert wird, ist das emotionale Gewalt. Und der siebte Punkt ist Herabsetzung des Selbstwertgefühls. Und das kann sehr, sehr subtil vorgehen, sodass der Betroffene gar nicht merkt, dass das gerade vonstatten geht, dass das gerade emotionale Gewalt ist und dass die andere Person einen einfach gerade klein machen möchte. Das kann sein mit einem Kommentar wie: Hast du da graue Haare? Naja, du bist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Oder: Hast du Haarausfall? Naja, guck mal, voll die kahlen Stellen. Und dabei hast du da gar nichts. Menschen, die sowieso schon von Natur aus kein sehr starkes Selbstwertgefühl haben, können an so etwas zerbrechen. Und das ist genau natürlich das Gleiche mit den Kindern. Mit diesen Beispielen geht es nicht darum, Täter zu finden und mit dem Finger auf sie zu zeigen und: Guck mal, der ist voll toxisch. Es geht einfach darum, ein Bewusstsein dafür zu erschaffen, was ist emotionale Gewalt. Und wenn ich selber eins davon wirklich auch mache bei anderen, mein Verhalten zu überdenken und Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue. Und nicht mit Schuldgefühlen rumzulaufen, ich bin ein böser Mensch oder der ist ein böser Mensch, sondern wenn jemand gewaltbereit ist, ob emotional oder mental oder auch körperlich,
dann nur, weil auch dieser Mensch Gewalt erlebt hat. Und da darf man hinschauen und, ich wiederhole mich, Verantwortung übernehmen für sein Verhalten und dieses Verhalten mit der Zeit verändern. Und Betroffene, die so etwas erleben, können sich eine Begleitung nehmen oder auch alleine lernen, Grenzen zu setzen, vielleicht Bücher zu lesen. Traumasensible Begleitung kann da sehr, sehr gut helfen, ob es jetzt Bücher sind oder ein Therapeut, der einen dazu führen kann, mit sowas umzugehen. Weil oft haben wir was daraus zu lernen, weil man es aus der Kindheit kennt. Also nichts passiert, also wenig passiert zufällig, vieles passiert, weil es sich wiederholt, weil man das so kennt. Dahin zu schauen und diese Muster in sich zu erkennen, warum man in so einer Situation ist, um diese dann zu verändern.